Ja, ich weiß, ihr musstet ganz lang warten. Aber sie ist wieder back. Ja? Kleine Bitch, du. Mein Ex ist ein Arsch. Ich hasse ihn. Ist euch etwas aufgefallen? Die Lara hat ein wenig ihre Haare geschnitten. Bewertet jetzt in den Kommentaren von 1 bis 10, wie sie gerade ausschaut. Ich gebe ihr eine 0. Willkommen zu einer neuen Folge von... Ey, die Lara sucht die Arbeit. Und? Habt ihr das Intro vermisst? Intro ab. Keine Arbeit heißt doch kein Geld. Ey, die Lara, lass es wieder krachen. Sie hat die Ideen, die nicht gut sind. Jawohl, denn gleich gibt's was zu lachen. Yeah. Die Lara heißt ich und jeder hier kennt mich. Sie sucht eine Arbeit, doch jeder sagt nein. Die Lara heißt ich, die ganze Welt kennt mich. Sie sucht und sucht, doch keiner will sie. Na, 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 na. In dieser Folge will die 18-Jährige die Lara als Babysitterin arbeiten. Zwei Familien will sie zerstören. Helfen. Einmal die Familie mit dem Baby und einmal die Familie mit dem 6-jährigen Kind. Ob sie einen fixen Job als Babysitterin bekommt oder ob die Kinder am Ende noch leben werden, das seht ihr jetzt. Die Lara, die Babysitterin, ich bin bereit. Ihr Kind in meinen Händen steht in Sicherheit. Also nicht 100% in Sicherheit, so. Es kann immer was passieren, man weiß ja nicht. Ich kann Ihnen nicht die Wallergarantie geben. Gesundheit. Danke. Willkommen, liebe Babysitterin. Sie passen heute auf meine kleine Tochter Marinette auf. Wieso reimt sich Ihr Name auf Klarinette? So, das ist eine Einladung für uns Kanackenmädchen, so ein Mädchen in der Schule zu mobben. Das tut jetzt absolut nicht zur Sache, wie sie heißt. Ich nenne sie Marie. Ich habe einen wichtigen Termin beim Friseur und die kleine Marinette darf leider nicht mitkommen. Deshalb beauftrage ich sie, auf mein Kind aufzupassen. Sie sind eine schlechte Mutter. Was? Sie lassen ihr armes Kind mit irgendeinem fremden Kanackenmädchen zu Hause, nur damit sie alleine zum Friseurtermin hingehen können. Wollen Sie auf mein Kind aufpassen und Geld verdienen oder nicht? Ja, alles gut. Chill, ich pass auf Sie auf. Ich pass schon auf. Gut. Falls Sie Fragen haben sollten, rufen Sie mich einfach an. Die Telefonnummer haben Sie ja. Bismillah. Ja, das werde ich machen. Gut, ich gehe dann mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, mein Baby! Ey, die Lara sucht die Arbeit. Ah, Sie sind die Babysitterin. Kein Kind ist zu groß oder zu klein. Die Lara, mein Name. Ihr Kind ist ein Schwein. Wie bitte? Also hoppla, das ging anders. Kein Kind ist zu groß oder zu klein. Die Lara, mein Name. Ihr Kind ist nie allein. Wie dem auch sei. Meine Frau und ich, wir feiern heute unseren Hochzeitstag. Wie lange seid ihr verheiratet? Glückliche 3 Jahre. The fuck? Was gibt es da zum Feiern? Ihr seid nur 3 Jahre zusammen. Meine Kindergartenbeziehung mit Thomas ging sogar länger. Ab da war mir bewusst, dass ich keinen Deutschen heiraten werde. Thomas. Wir waren zusammen im Sandkasten. Er hat niemals eine Schaufel mit mir geteilt. So ein Hundesohn, der Typ. Es ist eigentlich ganz egal, was wir vorhaben. Das ist ja eine private Sache. Ihre Aufgabe bleibt aber gleich. Sie müssen auf Theodor aufpassen. Okay, werde ich machen. Ich gehe dann mal. Theodor sitzt in seinem Zimmer. Oh! Hallo, Theodor! Wer bist du? Dein Babysitter. Was ist das? Ich bin so wie deine Mutter. Du bist aber nicht meine Mutter. Ja, ich weiß, aber ich ersetze deine Mutter nur für eine kurze Zeit. Also, ich bin so wie deine Mutter. Aber du bist nicht meine Mutter. Okay, das reicht mir jetzt. Du kleine Hamsterfresse. Ich werde nicht dafür bezahlt, um mit kleinen Kindern zu diskutieren. Ich bin da, um auf dich aufzupassen, weil du zu dumm dafür bist, um auf dich selber aufzupassen. Hast du weitere Fragen oder nicht? Gut, besser ist. Besser ist. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Was will die jetzt? Hallo, die Lara Babysitter am Apparat. Was wollen Sie? Ich bin gerade beim Friseur. Ich habe 2 Aufgaben an dich. Ja? Es ist gerade 14 Uhr und die kleine Marinette muss um 14.30 Uhr schlafen. Mhm.
Mhm. Schau, dass du sie bald ins Bett bringst. Okay, und die zweite Aufgabe? In der Tiefkühltruhe ist eine Packung Chicken Nuggets. Ich liebe Chicken Nuggets. Nimm die Packung raus und schieb sie für 20 Minuten in den Ofen. Werde ich machen. Du kannst ruhig ein paar Chicken Nuggets essen, aber lass mir welche übrig. Ja, ja, keine Sorge. Und so. Die Chicken Nuggets sind jetzt drin. Nur mal das Baby schlafen legen und ich bin fertig. Lalelu, nerv dich ein Kind, schlag ruhig zu, mein Ex ist ein Arsch, ich hasse ihn, jetzt ist Zeit fürs Schlafen, du kleines Kind. Es ist so ruhig, wenn es schläft. Ein wenig zu ruhig. Heilige Scheiße, was machen die Chicken Nuggets hier? Warte, wenn die Chicken Nuggets hier sind, dann ist das Baby... So. Die Chicken Nuggets sind jetzt drin. Nur mal das Baby schlafen legen und ich bin fertig. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Ein Zettel? Hä? Huh? Digga, ich kann das nicht lesen. Ist das Chinesisch? Warte mal. Ah, okay, jetzt ergibt's Sinn. Liebe Babysitterin, der Theodor muss seine Hausaufgaben machen. Okay. Theodor, komm, deine Mutter und dein Vater haben geschrieben, dass du deine Hausaufgaben machen musst. Also komm, let's go. Okay. Frau Dilara? Ja? Ich brauche Hilfe. Bei deinen Hausaufgaben? Ja, die sind voll schwer. Digga, ich bin Babysitterin. Und keine Nachhilfe. Bitte, der ist so schwer. Der scheiß Idiot. Welches Fach? Mathe. Okay, komm, frag. Was willst du wissen? Okay, hör zu. Ein Brot kostet 2 Euro. Wie viel kosten 5 Brote? Mhm. Ja. Was soll ich da machen? Ich überlege gerade selber. Warte ganz kurz. Hm. Wie viel kostet noch mal ein Brot? 2 Euro. Okay, ja, da haben wir die Lösung. Es geht nicht. Oh? Das ist viel zu teuer für ein Brot. Ehrlich? Bei dem Beispiel gibt es keine richtige Antwort. Oh. Sie wollen nur testen, ob du blöd bist. Ich bin nicht blöd. Genau. Wenn ein Brot 2 Euro kostet, Digga, bin ich Ronaldo, dass ich mir dann 5 Stück kaufe? Nein. Eben. Was soll ich jetzt als Antwort schreiben? Was war die Frage nochmal? Ein Brot kostet 2 Euro, wie viel kosten 5 Brote? Okay, dann schreib... Ein Scheiß kauf ich 5 Brote? Walla Billa, Fladenbrot von türkische Geschäft ist viel günstiger und leckerer. Ihr Pisser. Schreibt man Walla Billa zusammen oder getrennt? Getrennt. Walla Billa. Okay. Solche Idioten, die wollen uns verarschen. Ey, die Lara sucht die Arbeit. Ey. Ey. Das kleine Scheißkind weint die ganze Zeit. Na, warte mal ganz kurz. Hallo? Hallo, Ihr Baby ist kaputt. Was? Das Ding weint die ganze Zeit, hören Sie selber. Lauter, wie davor. Welchen Knopf muss ich drücken, damit es die damit es leise ist? Hallo? Dafür gibt es keinen Knopf. Was soll ich sonst machen? Mein Baby fühlt sich sicher eingeengt. Digga, wie eingeengt? Es ist doch nicht in einem Käfig. Du musst mit meinem Baby raus in die frische Luft. Sofort. Was? Ich gehe doch sicher nicht mit einem Baby raus. Aber ne, Kodemo Chojo. Jacqueline, ja gleich. Du darfst gleich meine Haare schneiden. Du gehst sofort mit meinem Baby raus, ansonsten bekommst du keinen Cent. Und das schwöre ich dir hoch und heilig. Und? Fühlst du dich schon besser? Kleine Bitch, du. Oh nein. Dilara? Arme no kodomo Jojo, Dilara! Volkan, was machst du hier? Lan, seit wann hast du Kind? Kind?
Also, du meinst das. Sag mir, mit wem hast du mich betrügt? Mit niemandem, das ist nicht mein Kind. Ja, ja, mit wem hast du mich betrügt? Du dummer Idiot, das heißt betrogen und nicht betrügt. Ich kann auch kein Deutsch, aber das weiß ich zumindest. Ja, mit betrügen, du kennst dich ganz gut aus, ja. Was für betrügen? Wir sind seit 6 Monaten nicht mehr zusammen. Ich werde den Vater von diesem Kind finden. Da kannst du lang suchen, ich kenne den Vater selber nicht. Jacqueline? Gratuliere, du hast eine Tochter! Yeah! Digga, das ist nicht meine Tochter. Mit wem hast du ein Kind bekommen? Thomas? Nein! Nikolas? Mehmet? Jacqueline? Mustafa? Mikey? Nein. Ferdinand? Oder was doch, der Henry? Ich wusste, du bist eine Kach. Das Baby wurde mit dem Chicken Nugget vertauscht und gebacken. Und das Kind ist mit einer 5- in Mathe von der Schule gekommen. Die Lara hat ihren Job wie immer katastrophal erledigt. Bei 10.000 Likes kommt eine weitere Folge, die Lara sucht Arbeit. Wo soll die Lara als nächstes arbeiten? Schreibt gerne in die Kommentare, wo sie als nächstes arbeiten soll. Wartet mal, wer wird mein millionster Follower? Freunde, wir stehen ganz kurz vor der Million. Also falls du noch kein Abonnent bist. Habibi, worauf wartest du? Drück auf den verschissenen Abonnierknopf. Dann sind wir bald 1 Million. Falls du bis jetzt geschaut hast, dann kommentier in den Kommentaren diesen Emoji, damit ich sehen kann, welche Ehrmann oder welche Ehrenfrau genau bis jetzt geschaut hat. Als klitzekleines Dankeschön blende ich wie immer 3 Kommentare von euch ein. Und falls du auch im nächsten Video erwähnt werden willst, dann schreib einfach einen random Kommentar in die Kommentare. So Leute, das war's wieder mit dem Video. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und bye.